Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen League of LOL Coaching. Eis und Waffe ist wieder da. Applaus! Ja. Heute wollen wir mal was Besonderes probieren. Und zwar, was heißt Besonderes? Du spielst in letzter Zeit viel Karthus im Jungle. Also Karthus im Jungle ist nämlich super broken. Und ich sag mal so, das kriegt jeder hin. Und wenn du es nicht hinbekommst, Kalle, bist du richtig kacke. Oh. Ja, dann müssen wir das so lange machen, bis es gut läuft, ne? Ist ja jetzt zum Glück eine Aufnahme. Okay, wir machen einfach 10 Games. Vor allem, da gibt es ja auch mal so die richtigen Experten, die dann einfach stalken so in deine Match-History gucken und dann bist du dem Zeitpunkt zurück, wo du dieses Game gespielt haben musst, nur um zu gucken, ob es halt auch wirklich so war. Oh, klar, zum nächsten, ne? Q dauert ja mal ein bisschen. Siehst halt aus, als würdest du direkt unter der Sonne liegen. Ist ja komplett ausgebrannt in der Fresse. It's burned in my face, Alter! Ich finde richtig geil, dass man jetzt automatisch Smite bekommt, wenn man Jungle bekommt. Also ich sag dir auch, egal was heute passiert, also du hast ja schon mal mit Johnny ein Jungle-Video aufgenommen und Johnny ist ja so, er hat so wenig Haare, weil sein Gehirn mehr Platz braucht und na, ihr wisst ja, wie das funktioniert. Der geht einfach mit Brain ran. Das heute ist ein anderer Jungle. Wir spielen jetzt ein komplett anderes Spiel. Nice. Ich verrate dir auch gleich eins, wir spielen heute einen No-Brain-Jungle. Mhm. Und mit Karthus ist es wirklich so, du spielst gar nicht mit deinem Team zusammen. Du hast dein eigenes Minigame. Du spielst nur PvE oder irgendwann sagst du, jetzt bin ich im Team drin. Ja, boom. Ja, das ist mein Jam, weißt du? Genau so will ich es haben. Schön den Lörris ins Gesicht. Ja, Domination. So, zack, oben nimmst du nicht Predator, Entschuldigung, sondern Dark Harvest rein. Mhm. Genau, dann wird ihre Seelen abfahren. Okay. Dann nimmst du dir nochmal den extra Schaden mit in der zweiten Reihe. So, genau. Was? Geh mal nach links. Ja, Sheepshot nimmst du mit. Mhm. Jetzt gehst du wieder rechts rein in die Eyeball Collection, wie das Ding heißt. Genau, rechts Ultimate Cooler nochmal. Jawohl. So, dann gehst du hier, genau, Precision. Rein da mit dir. Alles, was die Ultimate Cooler gibt. Das heißt, oben rechts Presence of Mind. Und dann nimmst du noch unten links den Charm mit gegen Leute, die halt unter 40% Leben haben. Okay. So, und dann nimmst du jetzt einfach bloß Damage mit und Rüstung. Ja, Rüstung ist immer gut für den Jungle. Die Dinger machen bloß normalen Schaden. Es gibt immer eine Sache, die ist übel wichtig bei Karthus und dafür habe ich dir schon mal eine Kleinigkeit vorbereitet, die übel wichtig ist. Steht direkt vor dir. Ja, ich habe schon gesehen. Für Karthus. Schön 5.0. Wir spielen nämlich nicht hier einfach League 1.0, League 2.0. Nee, wir spielen hier League 5.0 und ballern durch mit Karthus. Oh. Oh, scheiße. Ja. Ist doch gut. Geht wieder los. Stößchen. Okay, Prost. Prost. So. Alter, aufgepasst. Jungle-Item. Medaillon. Medaillon, Alter. Medaillon halte ich nämlich. Nein, weg damit. Mach doch so einen Scheiß nicht. Ach so, die hier Hoffelbare. So. Ja, das sieht gut aus. Du startest immer beim Blue Bar. Und was jetzt ganz wichtig ist, kannst du kiten? Weißt du, was das ist? Ja, ich weiß, was es ist. Man haut rauf und verpisst sich dabei so ein bisschen. Genau. Und das machst du jetzt? Und zwar in einem Bogen so oben rum. Mhm. Wir gehen die Strecke jetzt schon mal ab. Ne, geh mal nach oben weiter. So. Von da haust du deine Qs nach unten. Okay. Wartest, bis der Blue Buff da oben ankommt. Dann machst du so eine Linkskurve da oben rum. Genau. Und dann kitest du ihn da so an der Wand lang. Genau. Bis nach unten. Dann machst du halt auch wieder so ein kleines Schleifchen. Nee, weiter nach unten. Das geht ruhig weiter. Okay. Hauptsache, er resettet nicht. Genau so bis da und dann gehst du wieder zurück. Also im Normalfall kriegst du 2 bis 3 Autotags vom Blue Buff ab, wenn du es richtig machst. Okay. So, dann ist einfach Q rauf da. Scheiß auf Autotags, ne? Einfach Q-Spam. Okay. Einfach drück tief durch. Okay, immer schön rein da. Ja. Hier. Genau, okay. Schön. Ah, das noch weiter nach umziehen können. Aber jetzt einfach nach unten rum, genau. Oh Gott. Ja, gut. Du brauchst nicht Autotacken, ne? Gar nicht rechtsklicken auf das Ding. Einfach bloß die Maus führen. Brauchst auch nicht smiten. Einfach mit dem Q und schnell noch ein. Ja, und jetzt oben, ab zum Grump. Hau schon mal Pot rein. Einfach bleib auf der Stelle stehen. Brauchst dich gar nicht bewegen. Q drücken, tief durch. Gerade. Ja! Ja! Jetzt hast du den Spirit. So funktioniert Karthus. Ich fühle mich gleich stärker. Bei der ist jetzt immer ein bisschen tricky, ne? Die ist ein bisschen eklig. Einfach Q-Spam. Das ist eine kleine Bitch, ne? Genau. Oh. Ja, geht ein bisschen schneller und jetzt weit. Bam. Und so, nein, rechts. Wir gehen zu den Enemy Raptoren. Das ist dein Lieblingscamp. Guck mal, da kannst du warten, bis dein Buschroller hört. Du gewinnst das. Ja, komm, Q ihn einfach. E an. Genau, gib ihm. Du hast LeBlanc damit Pressure hinter dir. Zack, Flash raus. Oh! Ist sie geflasht? Nee, oder? Oh, das war gut, glaube ich, gerade. Ja, ich aber gib ihr noch. Ja, genau. Ich kann dir noch ein bisschen, weißt du, so ein bisschen. Mach ihr eh aus. Kostet viel Mana. Okay, jetzt gehst du nicht nach oben, nach unten. Okay. Du hast ja gesehen, hier läuft es wahrscheinlich zu. Oh, richtig so. Das ist der Spirit. Sehr schön, Kalle. Das ist der Spirit. Ja, und Rapper auf dasselbe, ne? Einfach kiten. Mhm. Einfach pullen, nach unten ziehen, kleine Schleife machen, die Qs treffen. Mhm. Dann läuft das schon. Ja, natürlich jetzt ein Q auf Level 2 schon ganz geil. Und jetzt unten noch die Crux und danach resettest du ganz in Ruhe. Und wenn du weißt, der Gegner kann das nicht machen, versuch mal mit den Q bis den. Ja, schaffst du wirklich nicht. Aber nimm die Kleinen noch mit. Und du hast gerade aus. Die Kleinen auch noch. Ja, aber nein. Den nimmst du einfach mit Autotech. Ja, Pascale. Er stirbt dann irgendwie am Red Buff.
Ah, so. Hervorragend. Ab in die Stadt. So, ab in die Base. So, was du jetzt machst, du schaust nicht auf die Karte, du schaust nicht, was die Lanes machen, sondern du gehst straight up nach oben. Okay. Und fängst an, deinen Jungle wieder von oben nach unten zu clearen. Du gehst immer nach oben, ziehst deine Route nach unten durch, gehst wieder nach oben, ziehst deine Route nach unten durch und der Rest, ja. Genau das. Das ist quasi ja. Perfing in 5.0 Sprache. Der ist aber auch schnell, du. Ja, der hat flinke Füße. Nee, bleib einfach stehen. Bleib auf der Stelle stehen. Wenn du stirbst, swampst du einfach weiter. Bleib da. Die dürfen nicht resetten. Ich darf doch nicht sterben. Hey, du hast doch deinen Passive. Na, weiß ich nicht. Das sieht auch nicht gut aus, glaube ich, wenn ich nicht sterbe. Boah, scheiß was auf KDA. Nee. Okay, dann machst du jetzt noch eine Kurve. Du gehst jetzt dahin zurück und kliest jetzt fertig. Oh, Mann, ja gut. Geh mir nicht auf. Hab ich auch ein Stück Bierchen verdient danach. Ja, beim Backbutton. Aber nur beim Backbutton, Kalle. Die schaffe ich. Ja, rauf da. Schaffe ich. Ah, easy. Mal spaltet der sich nochmal und machst wieder einmal Q. Bop. Und ab in die Base. Geht wieder los. Okay, Prost. Oh, warte, Sohn hat geultet. Geht da unten was? Oh, jetzt drück mal ruhig rein. Ja? Ja, guck mal, wenn die jetzt noch da aggressiv gehen. Oh, schade. Okay. Auch eine Seele hast du bekommen, ne? Seelen werden gesammelt. Jetzt kannst du die nächsten 2 Minuten 30 nächsten. Ganz in Ruhe farmen. Einfach farmen, okay. Einfach nur farmen. Ja, den. Eh an! Oh. Oh. Das war jetzt nicht so optimal gekaltet, merkst selber, ne? Bot is easy to gank. Ich ganke doch nicht. Ich bin doch kein Ganker, oder? Dein R-Knopf ist dein Gank-Knopf. Ja. Ja, so, das ist aber richtig. Wenn du später R drückst, musst du innerhalb der R-Zeit, die dein Ult gecastet wird, musst du mal ganz schnell dreimal sagen, es lebe das 5-0. Es lebe das 5-0. Es lebe das 5-0. Okay. Oh, die haben ja Harald genommen. Ah, ja. Egal. Das ist nicht dein Bier. Ab okay. Nach oben. Okay. 5.0 ist unsere Jungle-Weise. 5.0, Alter. Oh, es lebe! Es lebe! Das 5.0, Kalle! Oh, wenn du es nicht gesagt hast, hat es nicht geklappt. Ja, bisher ist aber echt entspannt, muss ich sagen. Also ja. Ich habe ja auch keinen Stress in dem Game. Guck mal, steht 8-5. Du balancest das Game hier perfekt. Oh, guck mal. Ah. Ja. Und Kalle, es lebe! Es lebe! 5.0, Alter! Well played, Kalle. War ein bisschen aufgeregt. Stark, Kalle. Ganz oder? Ja, großes Kino. Du verpiss dich jetzt. Wow. Oh, du kannst dich ulten. Guck mal, wie low der ist. Ulte, Kalle. 5.0! Junge! Oh mein Gott! Oh, und den Nash haben sie trotzdem. Ja, ja. Aber ich sag mal so, wäre dein Team da gewesen, hätte es alle gehabt. Ja, nochmal den Assist oben drauf. Guck mal, die Poppy, die holt sich den nächsten. Kalle, schön. Schön machen die das. Die Nasus kriegt er auch noch. Slow den mal gleich. Ah, Poppy kriegt, glaube ich, den Killer hinten. Ja, guck mal, der ist geflasht. Machst hier den. Ah, nicht so nah ran. Du kannst mit deiner Wall slowen. Genau. Der hat kein Mana mehr. Einfach dranbleiben da. Zack. Q. Jawohl. Jawohl, Kalle. Easy, Alter. Prost. Tschüsschen. So, weg mit der Scheiße hier. Warte, ja. Wenn der hier reingeht, holst du ihn. Und zack. Jawohl. Oh, 5.9, Alter. Ja, das war kein Zeug, ey. Ich will sagen, wie es ist. Oh, ja, war nicht schlecht. Das blockst du nicht. Sehr schön, Kalle. So ist richtig geil. Du hast es genau verstanden. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr gewünscht, dass du da versuchst, mit dem Flash zu arbeiten. Das wäre halt richtig nice gewesen. Oh, ja, du bist tot. Krass. Jetzt hast du deinen KDA versaut. Ich sag mal so, 4-1-4. Wer will dich blamen? So. Jetzt guck dir mal den hier an. Was hat der für Stats? 4-3-1. Wer kann denn da einen Jungler blamen? Und du bist im Farm sogar vorne. 5.0 am Start. Ja. Sonne scheint. Wir spielen Katos. Das ist halt einfach so. Das geht doch nicht. Das ist Jungle Next Level. So. Jungle 5.0. Aua. Auweia. Oh, ult einfach. Ult. Oh, das könnte sogar. Ja, das könnte sogar lang. Eventuell. Buh! 5.0 ist unnormal belohnt. Und jetzt hast du Death Cap fertig. Jetzt knallt das nochmal doppelt. War das einfach nicht. Du bist ein Flash. Ja, genau, nochmal slow. Deaktivieren, den habt ihr schon mal. Ja. Ja, jetzt aufpassen auf deine Lebenspunkte. Ja, ja. Ja, aber ich hab einen Kill. Oh, er, Kalle. 5.0! Ja, nee. Doch, aber du hast ihn noch bekommen. Ich hab ihn noch bekommen. Ja, du hast ihn noch aber, bekommen. Ja. Ja, Kalle. Ja. Du, den kriegst du. Das ist deiner! Bam! 600, Junge. 0 in die Fresse, Alter. Gott, Alter. Nee, Kalle, geht an die. Oh Gott, Kalle, wie gut! Ja, ich bin der Krasseste. Oh, da ist Nasus. Ey, das sind meine Minions. Voll nett von ihm. Und er, genau, Kalle. 5.0! 5.0! Bam! Ich bin halt gleich full, bin. Du bist ja noch full dead. Oh ja, wall, ja. Guck mal, den hast du. Mit der Passive. Guck mal, sie und den anderen. Jawolla. Prost, Alter. Prost, Alter. Hä, das ist eine Verarschung.
Das sind 5,2%. 5,2%, kann man das sehen? Nee. Das ist 5,0, hat 5,2%, Alter. Ja, einfach rein da. Einfach rein da. Du machst das richtig. Opfer dich. Opfer dich, Karle. Für 2 Kills ist das worth. Ja. Der war schön. Ja. Aber wir haben, glaube ich, ganz gut gezeigt, wie es funktionieren kann. Wenn man dann jetzt noch ein Team hat, dann löppt der Lachs. Schaut bei Eis vorbei. Tschüss.